Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Ich habe gerade schon die Aufstellung gemacht, denn ich habe gerade schon aufgenommen, aber leider Gottes nur meinen Ton und nicht das Bild. War ein bisschen blöd, aber ja. Unsere Aufstellung sieht für die nächste Partie so aus: Castelletto in der Verteidigung, Kurzawa auf links, Nassage in Mitte, dann Jammert rechts, Smith und Bigiriman auf Doppel-6, dann davor De Jong und Draxler in der Spitze, Ben Yedder und Campbell. Das liegt daran, dass wir hier ganz viele Spieler haben, die entweder nicht in Form sind oder relativ kaputt, beispielsweise Laporte, beispielsweise Sippel, Thauvin, Stindl, Cabella und so weiter und so fort. Sané gehört auch dazu, weil wir ja gerade erst gespielt haben in der Champions League und deswegen spielen wir jetzt heute in dieser Episode gegen Southampton und dann noch gegen Hull City und Real Madrid, ja, also Real Madrid wird das letzte Spiel sein. Nächste Episode geht es dann gegen Stoke, wieder gegen Real und gegen die Spurs und danach nochmal gegen Chelsea, Liverpool und Crystal Palace und dann gegebenenfalls ins Pokalfinale. Im August wird ja alles nur noch simuliert in der nächsten Saison, denn wir gehen ja nur noch bis zum Transfer-Deadline-Day und dann ist ja dieser Karrieremodus hier vorbei, denn wir werden gefeuert werden. Naja, nicht gefeuert, aber irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir schnacken nicht länger drum rum, können uns nochmal die Karrierestatistiken angucken, denn da muss ich euch was zeigen. Wir haben gerade eine schöne Anzahl an Siegen, und zwar 96 Siege, 41 Unentschieden und 27 Niederlagen. Übrigens, die Gesamteinnahmen von 5,075 Millionen sind ziemlich traurig, aber naja, trotzdem unser höchster Sieg 6:2 gegen Norwich. Höchstens 3:0 gegen Hull City. Wir wollen in Angriff nehmen, dass heute das Ganze besser wird, also ein höherer Sieg. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Die BL von Newcastle sollte es richten gegen die Saints im St. James's Park. Gegen Southampton wollte man nicht die AL auf den Platz schicken, denn schwere Wochen bzw. schwere Tage standen an für die Mannschaft von Trainer MGT. Erst im Pokal-Halbfinale gegen Hull City und danach in der Champions League ebenfalls im Halbfinale im Hinspiel gegen Real Madrid. Newcastle mit 72 Punkten, Tabellenführer mit 38 Punkten, Southampton nur auf Platz 15 gelegen. Das heißt, naja, die Saints, die mussten sich anstrengen, um da hinten nicht weiter reinzurutschen, und Newcastle wollte natürlich seinen Vorsprung auf die Tabellenspitze bzw. auf den Tabellenzweiten weiter ausbauen. Ja, auf der einen Seite natürlich viele große Namen, auf der anderen Seite halt eben Southampton mit Kapitän Morgan Schneiderlin in der Startelf, der eventuell der beste Spieler bei den Saints, aber trotzdem wollte er seine Männer hier heute zum Sieg, naja, führen, und das war gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn wie gesagt, nur eine B-Elf bei Newcastle. Begovic, Jammert, Nastasic und Castelletto hintern mit Kurzawa, Smith und Bigiriman auf der Doppel-6, die erste Überraschung, De Jong und Draxler auf den 10er-Position und Campbell und Ben Yedder in der Sturmspitze. Das heißt, nicht so schlecht die Elf, aber auf jeden Fall auch nicht so gut. Man hätte weiteres Potenzial auf der Bank. Aber mal sehen, wie die ganze Partie hier heute laufen sollte. Bei regnerischem Wetter im Nordosten England, bei Southampton, Jakubowicz, Klein, Gardos, Alvarez, Balanta, dann Bertrand, dann natürlich auch noch Schneiderlin, wie schon angesprochen, Davis, Cork, TOT, der ehemalige Magpie, und vorne drin Rodriguez und Shane Long im Sturm. Ja, das war die Aufstellung bei den Saints, und Alvarez, Balanta war natürlich der, ja, Innenverteidiger, auf den man am meisten achten sollte, denn der junge Kolumbianer momentan im Gespräch bei Real Madrid, und das natürlich nicht umsonst. Trotzdem bekam er in den ersten Situationen nichts zu tun, denn erstmal kam, naja, Southampton, Fehler von Kurzawa nach der Balleroberung, schlägt den Ball raus, kommt aber nicht an und er landet im Endeffekt bei Cork im Mittelfeld. Der spielt den weiter auf Schneiderlin, der raus auf Davis, der macht das gut mit der Hacke auf Shane Long, und der ist im 16er, kann sich da durchsetzen gegen Nastasic, zieht weiter in die Mitte, macht das gut, die Flanke auf den zweiten Pfosten, Cork in die Mitte, und das wäre fast schon mal gefährlich geworden. Allerdings bleibt es erstmal beim 0:0 in dieser Situation. 20 Minuten rum, dann Bertrand über außen mit dem Ball in die Mitte getragen. Wunderbar gemacht, der Ball auf TOT, abgelegt zu Jay Rodriguez, und der Engländer fast mit dem 1:0. Begovic dazwischen, dann aber der Fehler von Smith, nochmal die zweite Chance für Cork, abgefälscht, nochmal kommt der Ball zu Jay Rodriguez mit dem starken Linken, aber wieder ist Begovic da mit einem klasse Reflex, verhindert der Bosnier hier das 1:0 nach knapp 25 gespielten Minuten. Es war fast die letzte Chance im ersten Durchgang von Newcastle, offensiv absolut gar nichts zu sehen, und auf der anderen Seite, naja, nutzte Southampton die Chancen, die sich ihnen gaben, nicht. Hier nochmal eine Kopfballchance, ja, zumindest fast von Schalke TOT. Jammert ist dazwischen. Es blieb, wie gesagt, beim 0:0, und das war ein angemessenes Ergebnis, denn Newcastle machte nichts und Southampton vorne einfach zu unkreativ. In der zweiten Halbzeit konnte vieles besser werden. Es gibt ja immer noch einen zweiten Durchgang, um sich gerade darin zu bessern. Trainer MGT hatte seiner Mannschaft aber wohl einiges mitgegeben, denn sie kamen stark verbessert aus der Kabine und versuchten es direkt mal nach vorne über Wissermann. Jeder, der macht es auch hier gut gegen Schneiderlin, gegen seinen Landsmann, setzt sich gut weiter durch. Aber dann kommt da noch Cork dazu und dann fällt er hin. Und das war so ziemlich die erste Aktion. Bigirimana mit der Hacke. Es klappte einfach noch nicht so wirklich viel bei Newcastle. Es wurde dann besser. Kurzawa mit der Balleroberung, schön gemacht. Dann auf Ben Yedder, und der Franzose setzt seinen Sturmkollegen Campbell. Ein wunderbar gespielt. Der Engländer gegen seinen Kollegen Bertrand. Aus den U-Nationalmannschaften kennen sie sich. Der Schuss am Tor vorbei, zu unplatziert. Keine Gefahr fürs Tor von Guillaume. Es war die letzte Aktion von Campbell. Der machte ein gutes Spiel. Allerdings wurde er dann ausgewechselt. Und für ihn kam Ayoze Perez, der seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt hatte. Ja, und auch Rolando Ahrens kam für De Jong in die Partie. Der sollte für mehr Tempo sorgen. Und das sollte direkt mal gefährlich werden. Denn Carlos nach der Ecke mit dem Fehler köpfte mal in die falsche Richtung. Und da ist Ayoze Perez, wie gesagt, eingewechselt. Erstmals wieder seit ewigen Zeiten. Tadic auch eingewechselt. Kommt aber nicht hinter dem Spanier hinterher. Klein sieht da ganz alt aus. Gegen Ayoze Perez, der ehemalige
Ecke, Top-Torjäger Youngster gegen Guillem 1:0, 77. Minute, das gibt's ja gar nicht. Wie gesagt, die erste Chance seit Ewigkeiten und er nutzt sie direkt, 20 Minuten bleiben ihm, um irgendwas zu reißen und er reißt es direkt komplett, denn er macht das 1:0 für Newcastle und das ist nach dem Spielverlauf verdient. Klein kommt nicht hinterher, der Abschluss ist nicht so gut, aber Guillem sieht nicht sonderlich gut aus. Es steht 1:0, Oxlade-Chamberlain kam dann in die Partie, um nochmal für Tempo zu sorgen. Allerdings spielten sie nicht mehr nach vorne, sondern nur noch Southampton, die versucht es nochmal. Osvaldo kriegt nochmal eine zweite Chance, der Schuss eventuell nochmal aufs Tor oder, nein, drüber und das war die letzte Aktion der Partie. Southampton verliert im St. James' Park durch ganz viel Pech und durch ganz viel Crystal Palace mit 0:1. Sieg wieder für Newcastle United, auch mit B11 klappt es in der Liga und somit weiter in der Tabellenspitze, büßen keine Punkte ein. So muss es weitergehen. Es sieht sehr stark nach Meisterschaft aus für die Magpies, für die Toons, für Trainer MGT. Das wäre ein wunderbarer Abschluss dieser Saison. Mal sehen, wie es jetzt laufen wird im Pokal und in der Champions League. Ja, das war ein Sieg, der relativ unverdient und relativ unspektakulär war, denn absolut keine Chancen auf beiden Seiten. Und einmal das glückliche Händchen durch José Pérez, den ich eingewechselt habe. Das Ganze hat uns hier schönen Sieg beschert, das heißt mehr Punkte noch. Marvin Friedrich haben wir hier, das Megatalent von Schalke. Islam Slimani spielt mittlerweile Stuttgart. Ordentliche Kopfballpräzision, ordentlich. Jairo haben wir dann noch von Mainz, nehmen wir drauf. Gelios, mir egal, Jung auch. Ich weiß gar nicht, wo ich die raufnehme, eigentlich wechsle ich ja sowieso. Ach, guck mal, Kaspar Schmeichel mittlerweile 96, ist ja auch interessant. Ron-Robert Ziel aber auch noch, naja, das ist wieder meine Logik. So, Barnetta ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Und dann gehen wir mal weiter. Und schauen mal, was wir gegen Hall reißen können. Ja, wir können ja mit AF spielen, ich werde aber durchmischen, damit ich gegen Real mit AF spielen kann. Wir wollen natürlich nichts riskieren an dieser Stelle. Ibra würde aber gerne spielen jetzt schon. Naja, ich kann ihn zumindest einwechseln. Newcastle loben wir mal. Hull City ist ja relativ weit unten in der Tabelle bei uns. Von daher hoffe ich mal, dass es ganz gut laufen wird. Hier haben wir immer einen Spieler. Agbonlahor, lustigerweise heißt er, der ganz interessant ist. Bestimmt schnell, der gute Ivora. So, was packen wir jetzt rein? De Jong, Form runter. Klasse. Dann packen wir einen Young rein. Ich würde sagen, wir packen auch Thorvald mal rein. Kann er sich wieder beweisen. Campbell vorne lassen wir drin. Zusammen mit Ayose Perez. Perez, Mann. Packen wir Benjeda mal raus. Cabella lassen wir auch noch draußen. Sané. Sippel packen wir mal rein. Für Bigirimana, für Smith packen wir De Jong rein. Das geht schon auch in schlechter Form. Das ist in Ordnung. Dann packen wir Callum Chambers rein für Jan. Nein, wir noch lassen wir ja mal drin, wenn die Form runter ist. Wir packen des Weiteren Lascelles rein. Und was hat er für eine Ausdauer? 75. Ja, komm, Laporte, der wird auch zwei Spiele ineinander spielen können. Kurzawa raus. Dafür packen wir wen packen wir dafür rein? Das ist die gute Frage. Damit, warum auch nicht. Und dem Rest lassen wir so eine sehr schwache Elf mal wieder für den Pokal. Sollte es im Idealfall reichen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Dieses Spiel ist nur das zweitwichtigste in den nächsten Wochen. Das war die Aussage von Trainer MGT vor der Partie im Wembley Stadium im FA Cup Halbfinale gegen die Tigers, gegen Hull City. Die Magpies natürlich auch in der Champions League noch vertreten und da gegen Real Madrid im Halbfinale, im Finale des FA Cups, könnten sie auf Manchester City oder die Queen's Park Rangers treffen. Dazu mussten sie sich natürlich aber erstmal durchsetzen gegen die Tigers. Das Ganze nicht so einfach, allerdings muss man wie gesagt dazu sagen, dass man hier nur mit einer B11 antrat, denn man wollte seine Spieler schon für den Kracher gegen Real Madrid, gegen die eventuell beste Mannschaft der Welt. Dementsprechend heute De Jong als Kapitän aufgeboten und auf der anderen Seite auch eine relativ starke Elf, die auf jeden Fall was entgegenzusetzen hatte gegen die Elf von MGT, gegen die Elf von Newcastle United. Wir schauen uns natürlich zunächst einmal die Aufstellungen an und fangen an mit Newcastle United. Begovic, Amad, Lascelles, Laporte und damit, das heißt zwei Auswechselspieler normalerweise in der Verteidigung. Sippel und De Jong auf der Doppel-6, davor Niang und Thorvald im Sturm. Und Campbell, weder Ibrahimovic noch Ben Yedder in der Startelf. Das spricht nicht unbedingt für Torgefahr auf beiden Seiten, beziehungsweise auf beiden Seiten im Sturm bei Newcastle. Auf der anderen Seite haben wir Torjäger, und zwar Nikita Jelavic und Yannick Sakpo, die heute in der Sturmspitze spielten. Im Tor Guillaume, in der Verteidigung dann Elmoa, Mardi, Chester, Davis und Jefferson. Meiler auf der 6, davor Diame und Quinn zusammen mit Thomas in dem Sturm. Das angesprochene Duo Sakpo und Jelavic, der Kroate und der Ivora wollten hier für Gefahr sorgen und Begovic in Bredouille bringen. Allerdings auf der anderen Seite auch starke Spieler. Campbell und Perez, beide nicht torungefährlich. Gerade Perez hat erst in der letzten Partie gegen Southampton den entscheidenden Treffer erzielt, nur deswegen überhaupt heute im Kader. Und mal sehen, wie das Ganze hier laufen sollte. Die erste Szene der Partie nach knapp 4 Minuten. Thorvald versucht sie durchzusetzen gegen Quinn, kriegt den Ball nochmal, macht das gut. Die Flanke auf den kleinen Campbell, das war der erste Torschuss der Partie. Nicht sonderlich gefährlich für den Brasilianer Guillem, aber immerhin mal ein Annäherungsversuch von Newcastle aufs Tor. Dann mal ein Konter, und zwar der erste der Partie nach knapp 20 Minuten. Nur so kam Hall in die Partie. Der Ball auf Sakpo, der macht das Ganze langsam nochmal auf Jelavic. Der macht das wieder langsam, setzt sich aber schön durch.
nochmal auf Sagbo. Und Sagbo sieht im Hintergrund Diame, der Senegalese, grätscht den Ball nicht aufs Tor, sondern daran vorbei, war aber sowieso abseits. Dementsprechend irrelevant, ob der Ball am Tor vorbeigeht oder aufs Tor von Asmir Begovic. Ja, geht. Niang auf der anderen Seite mal wieder nach knapp 30 Minuten mit der nächsten Szene. Wunderbarer Ball auf Ayose Perez, nicht im Abseits. Schöner Fake-Schuss. Und dann bleibt es beim 0:0, weil Guilherme dazwischen ist. Gute Szene des Brasilianers. Und auf der anderen Seite ging es wieder weiter mit guten Chancen. Es war ein offener Schlagabtausch. Quinn mit dem Ball in die Mitte. Da ist Jelavic mit dem Schuss abgewehrt zunächst einmal. Und dementsprechend keine weitere Gefahr. Schöne Parade von Begovic. Zweite Halbzeit. Und dann gab es den ersten Wechsel. Ibrahimovic kam mal in die Partie. Und zwar für Perez. Das war nicht sonderlich überraschend, denn offensiv war einfach zu wenig geschehen bisher bei Newcastle. Und das Ganze sollte Ibrahimovic ändern. Er versuchte es auch direkt mal. Der Ball von Sippel auf den Schweden. Und er setzt sich durch gegen Meiler. Sieht die Lücke in der Abwehr. Der Schuss. Und Guilherme muss erstmals richtig stark eingreifen. Gute Parade des Brasilianers nach der Chance von Perez. Die zweite gute Szene von ihm. De Jong dann mit der Flanke in die Mitte. Campbell kommt nicht ran, aber da ist Ibrahimovic Leitvollzieher. Es bleibt beim 0:0. Trotzdem deutlich mehr Torgefahr jetzt auf Seiten der Magpies. Hall kam kaum noch nach vorne und wenn, dann relativ ungefährlich. Und auf der anderen Seite war halt Ibrahimovic da, der für ordentlich Furore sorgte. Wunderbarer Trick gegen Chester, gegen Jefferson. Setzt er sich durch im 16er. Der Schuss abgewehrt. Da ist Thauvin und er schießt gegen die Latte. Was für ein Fehler vom Franzosen. Den hätte er auf jeden Fall reinmachen müssen. Und auf der anderen Seite kam El Mohammadi und zwar mit der ersten Chance im zweiten Durchgang für die Tigers. Die Flanke in die Mitte verlängert von Lescal und da ist Quinn. Das war wirklich die beste Szene im zweiten Durchgang bis zu diesem Zeitpunkt von Hull City. Und dann kam es irgendwann, wie es kommen musste, 90. Minute und dann waren sie aufgerückt und es kam die Konterchance. Lescal mit dem Ball nach vorne in die Spitze und zwar auf Campbell alleine auf den Keeper zu. Da kommt Davies noch hinten ran, aber auf der rechten Seite ist Thauvin frei. 1:0. Newcastle zieht ein ins FA Cup Finale und zwar, weil Hull City ausgekontert wird. Sie versuchen es nochmal nach vorne zu kommen. Sie schaffen es nicht und werden eisekalt erwischt. Campbell macht das klasse, hat die Übersicht. Und Thauvin, nachdem er den Ball nicht ins Tor bringen konnte beim letzten Abpraller von Ibrahimovic, macht das diesmal und erzielt das 1:0 für Newcastle. Und es wurde sogar noch schlimmer für die Tigers. Sie versuchten es weiter nach vorne. Laporte ist dazwischen, der Ball auf Niang. Sie waren aufgerückt. Ibrahimovic spielt den Ball nochmal raus auf Lescal. Wieder aufgerückt. Der Franzose, der Engländer, mit dem Ball in die Mitte auf Oxlade-Chamberlain. Eingewechselt, geht vorbei am Keeper, macht das 2:0, 90. Minute, der Treffer durch den Engländer, nach Ewigkeit mal wieder ein Tor von ihm, nach Ewigkeit mal wieder ein guter Auftritt von ihm, eingewechselt, wie gesagt, und er hatte hier so ein bisschen die Wende mitverantwortet, also 2:0 für Newcastle, das war die letzte Szene der Partie, FA Cup Finale zum nächsten Mal in Trainer MGTs Karriere und wieder einmal die Chance auf einen großen Titel, vielleicht wird das wirklich das Triple, dazu muss man aber erstmal gegen Real Madrid ins Finale der Champions League einziehen. Gott, bin ich froh, dass wir Ibra eingewechselt haben, sonst wäre das Spiel wahrscheinlich nicht in unsere Richtung gegangen. Somit sind wir im Finale des FA Cups und zwar gegen Manchester City. Irgendwoher kenne ich das, glaube ich, oder war das gegen Chelsea das erste Finale? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall wird das eine schwierige Partie. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal in der Champions League, diese Episode noch gegen Real Madrid, wie ihr schon seht. Und dann gegen Manchester City in der nächsten... Ja, jetzt hat mein Mikrofon gemutet. Sorry. In der nächsten Episode gegen, City... Oder jetzt? Nee, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Meine Rolle im Verein, letzte Partie. Geis war nicht fit, deswegen hat er nicht gespielt. Draxler ist scheiße, deswegen hat er nicht gespielt. Aber mal sehen, vielleicht wechsle ich sie jetzt ein. Außerdem im Sommer können sie ja sowieso wechseln. Sagen wir mal so. Schauen wir mal nach, was hier für Nachrichten noch reingeflattert sind. Abschlussbericht zu Zieler und Ulreich. Soll uns mal nicht weiter interessieren. Wir schauen erstmal nach, was wir hier so in der Startaufstellung haben. Gegen Madrid, Ibrahimovic natürlich, auch wenn er nicht hundertprozentig fit ist. Dann haben wir da Ben Yedder neben ihm natürlich. Dann Cabella vorne drin. Die Frage ist, wen stellen wir daneben? Anscheinend sieht es momentan so aus, als ob es Draxler wäre, ja, für Niang. Niang geht auf die Bank für Aarons, weil auch Oxlade-Chamberlain getroffen hat. Stindl kommt wieder rein und zwar für Sippel. Geis kommt rein für De Jong. Sippel kommt auf die Bank für Romagnoli. Dann haben wir links natürlich wieder unseren Stammlinksverteidiger Kurzawa, wenn ich ihn finden würde. Da ist er. Sané in Innenverteidigung neben Laporte. Rechts kommt Callum Chambers hin. Und dann haben wir diese Aufstellung gegen Real Madrid. Es sieht stark aus und ich hoffe, dass wir gewinnen können. Ich wünsche mir einen Sieg. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der Champions League-Kracher der Saison bisher für Newcastle United. Im St. James' Park empfängt man die Königlichen, die Galaktischen, die Weltelf von Real Madrid. Carlo Ancelotti war mit seiner Mannschaft angereist, um natürlich ins Finale einzuziehen. Das Ganze aber nicht einfach natürlich, denn sowohl Newcastle als auch die beiden anderen Gegner, die hier noch irgendwie dem Undecima im Weg standen, waren sehr, sehr starke Mannschaften. Die Choreografie ebenfalls Weltklasse bei Newcastle United, genauso wie der Kader, mit dem sie heute antraten. Man hatte Real was entgegenzusetzen, wenn man sich die Elf dann aber anguckt.
dann denkt man sich schon, eieiei, was ist denn da los? Eine Weltelf bei Real und eine gute Elf bei Newcastle, aber ob die dagegen halten kann gegen Spieler wie beispielsweise Cristiano Ronaldo, naja, das müssen wir erstmal sehen. Wir schauen uns die beiden Startelfs an und fangen natürlich mit der Heimmannschaft an und das ist Newcastle United und die spielt mit Begovic im Tor in der Verteidigung, Chambers, Sané, Laporte und Kurzawa, Geis und Stindl auf der 6 und vorne dann Cabella, Draxler, Ibrahimovic und Ben Yedder. Das heißt, die komplette Startelf heute mit von der Partie, außer Mendy, der ja noch verletzt ist. Für ihn spielt halt Kurzawa auch nicht sonderlich schlimm, denn beide ungefähr mit der gleichen Qualität. Chambers hatte sich über Janmaat empfohlen, weil der in den letzten Spielen nicht gut gespielt hat und auf der anderen Seite, naja, hatten sich wohl alle in der letzten Zeit empfohlen. Jorika, Wachal, Pepe, Ramos und Marcelo in der Verteidigung. Davor dann, ja, mit Toni Kroos und Luka Modric zwei exzellente Achter. Rodriguez auf der 10, Bale, Benzema und Ronaldo im Sturm. Was für eine Weltausstellung bei Real Madrid und die wollte hier natürlich alles klar machen. Jori, der ehemalige Spurs-Spieler, ja, im Tor bei Real Madrid, bei den Spaniern, der Franzose bisher mit einer überragenden Saison. Auf der anderen Seite Sané beispielsweise momentan so ein bisschen am Wackeln, denn er spielte nicht so oft aufgrund von Fitnessproblemen. Mal sehen, wie er sich heute machen sollte gegen beispielsweise den Spieler der WM 2014, zumindest in den Herzen, gegen James Rodriguez. Die erste Szene natürlich für Real Madrid, denn Newcastle war ein bisschen überfordert mit den großen Namen. Benzema setzt sich hier klasse durch, schöne Ballmitnahme, der Abschluss nicht ganz so ideal. Es bleibt beim 0:0, trotzdem erste gute Szene des Franzosen und es ging weiter mit gutem Fußball von Real Madrid. Newcastle eingeschüchtert, kam kaum hinten raus und dann der Ball auf Bale auf Außen und der gegen Callum Chambers. Jung gegen etwas Erfahrener, der setzt sich da klasse durch. Sané ohne Chance. Chambers, ja, fällt einfach nur hin und Bale schiebt den Ball nicht ins Tor, sondern ans Außennetz. Es bleibt beim 0:0, glücklich zu diesem Zeitpunkt schon für Newcastle und es wurde immer schlimmer, denn Real spielte einen super Fußball. Bale hier mit dem Doppelpass mit Marcelo. Hier sehen wir den Pass zurück auf den Waliser. Der macht das dann klasse mit dem Ball auf Rodriguez. Die Flanke in die Mitte auf den zweiten Pfosten. Ronaldo alleine darf man nicht machen. 1:0. Der Volley der Portugiese mit dem 1:0. Der Weltfußballer mittlerweile viermal, ja, hier mit dem 1:0. Sein Standardjubel natürlich. Und das war die verdiente Führung für Real Madrid. Eventuell, ja, der geplatzte Traum für Newcastle, denn Auswärtstor in Bernabeu ist nicht so einfach. Und wenn man, ja, hier irgendwie weiterkommen will, dann braucht man das schon und muss natürlich jetzt auch nochmal treffen im Idealfall. Denn so ein 1:0 für Real wäre sehr, sehr schwer aufzuholen. Sie versuchten es dann aber nach vorne und zwar direkt mit Draxler mit dem Ball auf Zlatan Ibrahimovic, der versucht zu schießen. Der Ball aber abgewälzt von Jori. Kommt nochmal nach vorne. Draxler gewinnt das Kopfballduell gegen Toni Kroos und wieder ist da Ibrahimovic. Geht auf Außen. In der Mitte steht Ben Yedder, der ist klein, also keine Kopfbälle. Klasse Trick gegen die Verteidigung. Pepe geht nicht richtig hin. Ibrahimovic im Strafraum. 1:1. 27. Minute, der zweite Torschuss der Partie. Innerhalb von 2 Minuten von zweimal Ibrahimovic. Und er macht hier den Ausgleich. Das 1:1. Ronaldo geschockt, genauso wie die ganze Hintermannschaft von Real Madrid. Klasse Antritt vom Schweden, vom alten Schweden, vom erfahrenen Schweden. Und es steht 1:1. Allerdings, naja, wollte Real das nicht auf sie sitzen lassen, auch die konnten reagieren. Fehler von Callum Chambers nach der Balleroberung, Kroos mit dem Ball nach vorne, Ronaldo mit dem Schuss, Laporte fällt unglücklicher, Benzema ist da. 1:2, 37. Spielminute mit der nächsten Chance, direkt das nächste Tor im St. James' Park und zwar für Real Madrid. Der Ball wäre wohl vorbeigegangen von Cristiano Ronaldo, Laporte stellt sich unglücklich rein, der Ball kommt zu Benzema und da kann Sané nichts mehr machen. Es geht, ja, auf das 2:1 von Real Madrid und auf der anderen Seite versuchten sie es weiter. Stindl hier mal mit der Chance, versucht mit dem Linksschuss, aber der abgefälscht, kommt auch nicht zu einem Mitspieler, sondern zum Gegner. Es bleibt beim 2:1 zur Halbzeit. Newcastle liegt also zurück und Real schon mit 2 Auswärtstoren. Die Fans mehr als zufrieden. Ronaldo mit einer klasse ersten Halbzeit, genauso wie Gareth Bale auf der anderen Seite. Also die Weltelf präsentierte sich hier wunderbar und in der zweiten Halbzeit musste einiges passieren, damit Newcastle hier nochmal rankommen könnte gegen die Galaktischen. Wir schauen uns an, was das Ganze, ja, gebracht hat. Durchgang 2, erste Szene, Real. Die machten da weiter, wo sie aufgehört hatten. Ronaldo mit dem Ball auf Modric. Modric mit der Flanke und da ist Begovic dazwischen. Das wäre direkt wieder gefährlich geworden. Der Abpraller diesmal aber nicht zum Gegenspieler, sondern zum Mitspieler. Chambers dann mit einer klasse Idee. Ball auf Draxler, wunderbar auf Ben Yedder nach 53 Minuten. Es blieb beim 2:1 für Real Madrid, aber es wurde langsam enger, denn Newcastle spielte gut nach vorne. Ronaldo nochmal mit der Flanke auf der anderen Seite. Benzema mit dem Kopfball die Latte rettet. Und dann ist Sané, da liegt mit der Brust dafür. Begovic fällt da noch hin, aber das ist erstmal egal, denn es bleibt beim 2:1 und das war gut, denn dann kam Julian Draxler auf Zlatan Ibrahimovic. Der versucht es mal wieder mit einem Schuss wieder. Ist Jori dazwischen und Pepe klärt. Es war ein abwechslungsreiches Spiel, es war ein spannendes Spiel, es war ein hitziges Spiel und es ging direkt weiter mit 10 von Newcastle. Der Ball auf Draxler, auf Ibrahimovic, der klasse weiter direkt auf Cabella. Cabella hat freie Schussbahn und wieder ist Jori dazwischen. Es bleibt beim 2:1 und dann gab es einen Doppelwechsel. Draxler ging raus, Oxlade-Chamberlain überhaupt nur im Kader, da er ja gegen beispielsweise Hull City getroffen hatte und zwar wurde er jetzt eingewechselt, um für ein bisschen mehr Tempo zu sorgen und mal sehen, wie das Ganze lief. Cabella setzt sich durch gegen
Gordon Bale macht das da klasse und läuft weiter. Keiner geht so richtig drauf und er kann den Ball spielen auf Oxlade-Chamberlain. 2:2, 74. Minute. Der Engländer eingewechselt, wie gesagt, nur im Kader wegen dem Tor gegen Hull. Und jetzt macht er im zweiten Spiel direkt sein zweites Tor gegen Hugo Lloris und die eventuell beste Abwehr der Welt. Was für ein Solo hier von Cabella. Wird nicht angegriffen, der passt genau im richtigen Moment. Carvajal passt nicht auf und Oxlade-Chamberlain macht seine Bude ausgemustert von Trainer MGT. Und so zeigt er ihm, dass er ja zumindest in den Kader bei Newcastle reingehört. Und dann kam wieder Real Madrid. 2:2, Newcastle euphorisiert. James mit dem Kopfball gegen die Latte. James nochmal am Tor vorbei. Die Riesenchance, die beste Chance für Real Madrid im zweiten Durchgang. Es brachte nichts mehr auf der anderen Seite. Versuchte es Newcastle nochmal. Der Ball auf Ibrahimovic. Der versuchte alles hier mit der Grätsche. Und dann trifft er da dummerweise noch Iaramendi. Und es hätte im Idealfall für die Spanier die rote Karte gegeben. Es gibt nur die gelbe Karte. Gut für Ibrahimovic in der Situation. War eine sehr unglückliche Aktion des Schweden. Und es blieb im Endeffekt beim 2:2. Hier erobert Laporte nochmal den Ball. Es wäre eventuell nochmal gefährlich geworden. 3-1, aber der Schiedsrichter entscheidet, die Partie abzupfeifen. Dementsprechend, ja, 2:2 zwischen den Galaktischen und Newcastle United. Nicht die schlechteste Ausgangsposition, aber wie gesagt, 90 Minuten im Bernabeu sind lang. Man muss gewinnen oder zwei Tore schießen. Das wird alles sehr, sehr schwierig. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird. 2:2 im Champions League Halbfinal-Hinspiel zwischen Madrid und Newcastle. Leider hat es nicht zum Sieg gereicht, es wäre nach der Großzahl der Chancen, die Madrid hatte, die Großzahl der Großchancen, sagen wir so, weil sie hatten ja wirklich viele Hochkaräter, vielleicht auch unverdient gewesen, aber warum pfeift der Schiedsrichter da einfach ab, das war nicht sonderlich cool. Trotzdem haben wir 2:2, das heißt eine gute Ausgangssituation ist auf jeden Fall geschaffen für das Spiel in Madrid. Wir loben einfach mal unser Team hier, Trapp im Tor bei, ja, Stoke, das heißt, wir treffen auf unseren alten Keeper und ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.